Einen wunderschönen guten Tag, die liebe YouTube-Gemeinde. Herzlich willkommen bei Neiße 36. Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Honda Transalp. Ja, die Materialbestellung ging doch schneller als erwartet. Und wir haben schon eine Stunde lang alles vorbereitet, hier mal ein bisschen sauber gemacht. Ich möchte zuerst mal ein, wie sagen die Amerikaner, Issue, einen kleinen Fehler zugestehen, den wir gemacht haben, nämlich die Drossel, der Einbau der Drossel. Im Video haben wir ja gesehen, wir haben den Vergaser abgebaut und dann die Drosseln reingesteckt. Das war falsch, denn man muss die Ansaugstutzen, die Gummis runterziehen und Richtung Zylinderkopf montieren. Ne? Fehlinterpretation meiner Seite, weil ich in dem Gummi gesehen habe, da ist ein schöner Passsitz. Ja. Ja, Vergaserrohr. Was? Der für den Vergaserrohr. Der, wie der Alex gerade gesagt hat, ich weiß nicht, ob man ihn hört über das externe Mikrofon, das ist die Passung für den Vergaser. Ja. Nachdem wir die Bedienungsanleitungen, Einbauanleitungen nochmal genau durchgelesen haben, ja, die ist ja nicht gerade, das ist das Falsche, die ist ja nicht gerade sehr ausführlich. Wenn man das so liest, Verkleidungsteile soweit erforderlich abbauen. Ja, also kann man sich vornherein schon mal Gedanken machen, was muss man abbauen, was muss man nicht abbauen. Sitzbank und Tank abbauen. Drittens, die Schlauchschellen der Ansauggummi zwischen Zylinderkopf und Vergaser lösen. Was haben wir gemacht? Luftfiltergehäuse lockern. Ja, das ist der Schnorchel, der da oben drauf sitzt. Vergaserbatterie mit Luftfilterkasten zurückziehen. Und das war der Knackpunkt. Die gelieferten Drosselblenden in die Ansauggummis zylinderkopfseitig. Bis zum Anschlag eindrücken. Zylinderkopfseitig, ja. Man könnte die Ansauggummis ja auch in den Schnorchel setzen können, eventuell, ja. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, das mitgelieferte Typenschild mit der bereits aufgedrückten Fahrgestellnummer über das vorhandene Typenschild kleben. Ich habe es jetzt auf die andere Seite geklebt, das sollte auch gut sein. Weil auf dem Typenschild ja mehrere Sachen sind, ja, PD06 und so weiter und so fort. Ich klebe sowas nicht über das vorhandene Typenschild. Das ist mir egal. Wenn es dann dementsprechend so ist, dann werden wir ein neues Typenschild anfordern. Ja, steht auch hier drin auf der letzten Seite. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Über das vorhandene Typenschild kleben. Wir werden es sehen, liebe Leute. Das sollte nicht das Thema sein. Ja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber was soll's. Ja, also, soweit sind wir. Da ist wieder alles zusammengebaut. Ich zeige es euch mal eben kurz. Ja. Hier ist also wieder der Tank drauf. Den Rest brauchen wir noch, weil da liegt das schmucke Teil, der YSS-Stoßdämpfer, der ja auch reinkommt. Der Alex macht gerade die Gabelbrücke sauber. Die werden wir dann natürlich nachher auch montieren. So, das ist die Schmutze. Leider Gottes, die Teflonbuchsen sind falsch, die muss ich zurückschicken, aber wir haben ja gesagt, die Teflonbuchsen der Gabel sind in Ordnung. So, jetzt kommt Nummer 1. Etwas Gabelfett. Da muss nicht viel drauf. So, da schmieren wir gleich ein. Jetzt kommt der Dämpferanschlag. Oder wie immer man das Ding jetzt nennt. Mir ist es wurscht. Ich weiß, für was es da ist.
den führen wir jetzt hier ein. Dann kommt er hier unten raus. Und dann kommt der hydraulische Anschlag drauf. So, ohne Fett diesmal. Und dann das Gabelrohr. So, den hydraulischen Anschlag werde ich nicht fetten. Jetzt kommt das Ding hier rein. So, dann brauchen wir die Feder. Wie rum ist jetzt mal egal, da werden wir gleich nachschauen, ob die gerne die Enge Wicklung unten oder oben haben. So, nochmal Pause. Ich muss jetzt erstmal einen Dichtring suchen. Das sollte rein theoretisch so einer sein, der da drüber passt. Jawohl, ja. Also einmal und den zweiten auch gleich daherlegen. So. Jetzt kommt hier hinten die Schraube rein. Ist ja alles sauber gemacht. So. Jetzt bräuchten wir, glaube ich, mal ein Drehmoment. So, geschwind eingespannt in den Schraubstock. Angegeben 15 bis 25, ich habe jetzt 24 eingestellt. So, fertig. So, jetzt kommt der Teflon-Gleitring. Na, ist zu dick, habe ich mir gedacht. Daumen. Was haben wir denn hier für eine Größe? Das sollte richtig sein. 42 bis 43. Jupp, das sieht gut aus. So. Einmal so. So und so. Ups. So. Ja, ist noch nicht ganz drin. Aber mit denen da sind wir schon am Anschlag. Der wird auch zu kurz sein, das ist ja dieser universelle. Ja. Also, da bleibt uns da nichts weiter übrig, als mit einem Durchschlag beizuhelfen. Jetzt habe ich ja neue Durchschläge, jetzt sollte das ja kein Problem sein. Vielleicht eine Nummer kleiner nehmen. Zur Vorsicht. Ja, das sieht besser aus. So, einmal schauen. Ja, jetzt ist er drin. Mal schauen. Kann man das sehen? Ja, vertraut mir einfach. Gut, jetzt haben wir gesagt, die geschüsselte Seite so rum.
Dann kommt der neue Gabelzimmerring rein. Etwas Gabelfett hier verteilen. Und eine kleine Schicht als Gleitverstärker mit der geschlossenen, mit der offenen Seite. Hier ist die geschlossene Seite immer mit der Beschriftung nach oben. Die hier oben ist angefasst, Alex. Hier oben ist angefasst, das sieht man. Ja, gut. Da kann also nichts passieren, wenn man den Gabelzimmerring drüber zieht. So, gleite hinunter. So, jetzt kommen wieder die beiden hier zum Einsatz. Das sieht gut aus. Das nehmen wir so. So. Einmal, zweimal. So. Ich hasse dieses Teil. Sagte ich das schon, dass ich das Teil hasse? So. Drin. Ihr müsst darauf aufpassen, da drin ist eine Nut, wo jetzt die neue. Das ist jetzt wahrscheinlich schon zu spät. So, sehr gut. Die neue Spange hier rein. Klack. Kann man erkennen, um was es geht? Ja, da sieht man es, die Klammer da. Genau. Die Ecken. Hm? So, das war also die Nummer 1. Die kommt jetzt mal hier zur Seite. Und jetzt machen wir gleich hinterher die Nummer 2. Einmal. Du kommst da hinten hin. Jetzt die Teflon-Gleitbuchse. Hier so ein kleines bisschen einschmieren. Dann die Teflon-Gleitbüchse drüber. So, und dann hier einschmieren. So, wer mag, kann jetzt zur Sicherheit auch noch, das machen wir hier mal, hier drin nochmal einschmieren. So. Dann das hier. Der Alex schaut nicht in der Gegend rum, sondern schaut, dass das mit der Kamera funktioniert. So. Rein damit. Da unten kommt es raus. So. Hydraulischer Anschlag, nicht fetten, das erspart euch viele Probleme beim Anziehen der Schraube. Da haben wir jetzt gefettet mit allem drum und dran. Schieben wir das da rein.
vorsichtig reingleiten lassen. So, wieder die Feder, die Wicklung kommt nach oben, die enge Wicklung, haben wir nachgeschaut. So, und dann gehen wir wieder zum Schraubstock. So, Schraube mit neuem Dichtring. Einmal mit der Feder ein bisschen dagegen halten, zudrehen. So, und wieder 24 Newtonmeter. Gut, Fall erledigt. So, wieder die Teflon-Gleitbuchse. Wichtig ist, hier innen zu schmieren. Und so eine kleine, ich nenne es jetzt auch Molekülschicht und fertig. Hört sich gut an und ich glaube, der Martin hat nichts dagegen. So. Dann die Scheibe. Duck. Man kann jetzt natürlich noch hergehen, umständlicherweise den Teflon-Gleitring zusammendrücken mit allem drum und dran. Aber ihr glaubt es nicht, in denen ist auch eine Phase drin. Das heißt, der fluppt da ganz von alleine rein. Was soll er auch haben? Wenn ihr das jetzt schon ein paar Mal, wenn ihr das ein paar Mal macht, dann merkt ihr schon am Klang, wenn die Teflon-Gleitbuchse ganz unten sitzt. Sieht man? Kann man sehen. Gut. Wenn man warten, dann hinschauen muss, dann ja. Ja. Also kein Thema. So. Geschüsselt nach oben, also die Scheibe geht übertrieben dargestellt, so nach oben, rundherum, so nach oben. Eine geschüsselte Scheibe nennt man das, glaube ich. So, dann kommt hier Alex. Okay, wenn man sieht, ist okay. Ich habe halt einen anderen Winkel beim Anschauen. Hier draußen ein bisschen eine Molekülschicht drauf und hier oben. Hier oben wieder drüber ziehen und dann sanft nach unten gleiten lassen mit der Beschriftung nach oben. So. Tuck. Einmal. Zweimal. Amnesty International wird sich jetzt gleich beschweren. Gabelsicherungsringrechte verletzt. So, jetzt kommt mein Trick, wenn ich denn. Na, wo ist denn mein Behälter mit den Pinseln? Wo habe ich denn den hingeschleift? Wo? Was macht denn der da oben? Machst du das? Ja. Ich es von der Blume wieder zurück aufgestellt. Auf alle Fälle jetzt. So. Ein klein wenig von der Gabelmontagepaste. Man kann auch Fett nehmen. Ja. Und dann hier drin den Sicherungsring einpinseln. Nicht zu dick, weil sonst kriegen wir Probleme mit dem Staubschutz. Mit der Staubschutzkappe, danke Alexander, sondern nur so eine kleine Schicht als Rostschutz. So. Weil wo Fett,
da kein Wasser. So. Gut. Dann kann das hier auch schon wieder zu und weg. Jetzt kommen die Gabelschutzkappen. Ich habe hier noch etwas Fett an der Gabel. Diese kleinen Kanten hier, die man da sieht, die nicht einfetten, da soll die Luft raus. So, dann geht der hier mal drüber. Und dann kommt der andere. Und gerade hier so diese Kante, wo es gleitet, obwohl wir ja hier drin rumgeschmiert haben. So, und drüber. Und jetzt ziehen wir hier die Gabelschutzkappe, Staubschutzkappe nach unten. Die habe ich schon verkantet. Ja, oft gehen die Dinger etwas schwerlich, dann darf man sich gerne Hilfe dazu holen. So. Soll nicht das Problem sein. Was ist denn das? Die passen doch überhaupt nicht, die Kappen. Das finde ich jetzt nicht lustig. Das finde ich jetzt gar nicht lustig. Die will da nicht drauf. Schauen wir mal bei der anderen, ob es da besser geht. Ums Verrecken nicht. Wohl nicht wahr sein. Wo ist denn jetzt mein... Da. Die will ums Verrecken nicht da rein. Hier geht sie dann echt locker easy wieder raus. Da ist eine Phase. Das Ding will nicht da rein. Das sind die falschen Staubschutzkappen. Das sage ich euch. Jetzt probieren wir es mal so gerade wie möglich anzusetzen.
Das hatte ich noch nie. Ich meine, ich hatte schon öfters falsche Simmerringe, aber die gehen dann gar nicht rein. Aber dass das Ding so halb reingeht, das hatte ich bisher noch nie. Das machen wir nicht so. Das machen wir, wenn ich sie denn finde. Wo sind die alten Staubschutzkappen? Wo müssen die hin? Wir nehmen wieder die Metall. Die sind wirklich in einem hervorragenden Zustand. Und der Alex hat es gerade mal verglichen. Die sind minimal größer. Also im Sitz. Ja, die alten sind vom Durchmesser her größer. Die alten sind größer als die neuen. Deswegen gehen sie ja nicht rein. Wenn die alten größer sind. Die neuen sind größer. Die neuen sind größer, nicht die alten. Ja, jetzt habe ich gerade falsch. Ja. So, drin. Sowas nervt mich. Da bestellt man für das Motorrad und dann kriegt man für ein anderes Motorrad. Und wenn die bei dem Lieferanten BTS das jetzt nicht, es ist nämlich schon des Öfteren jetzt der Fall gewesen. Und ich mag das ja überhaupt nicht. Dann werde ich mir einen anderen suchen. Ganz einfach. Ich mache ja schon lange keine Werbung mehr. Beziehungsweise erwähne das so nicht mehr. Fertig. It's coming oil. Luftkammer 160. 10er Öl. Tröpfche für Tröpfche Qualität. So, wieder ein Kübel leer. Einfach mal einen Schluck rein, Pi mal Auge und dann. So, jetzt werden wir da mal gleich abwischen. So. Ganz nach unten. Gabelölabgleicher. Fast genau. Kleiner Schluck.
Schwupp. So, und den Rest raussaugen. Das war's schon. Das waren jetzt 10 Milliliter zu viel. Es ist halt mit der Zeit. Bekommt man den Bogen raus. So, und dann brauchen wir eins, zwei, drei. Ob wir jetzt die Hülsen brauchen oder nicht, wissen wir nicht. So, Gabelfeder vorsichtig rein. Gabel ganz raus. Da brauchen wir, glaube ich, keine Vorspannhülse. Die steht hier direkt auf. Wenn wir jetzt hier die Scheibe drauf tun. Ja. Wir können da nachher noch pimpen mit einer Federvorspannung. So, was haben wir da? 17, glaube ich. Nee. 19. Na doch, 17. So. Einfach anlegen, zack, Rest kommt nachher. So, jetzt bin ich gespannt. Hoho. Hoho. Na, das ist mal ein Unterschied. Vor allen Dingen hier. Ja, da wo das Progressive dazu kommt. Jawohl, ja. Das ist cool. Eins, fertig. Jetzt kommt Nummer zwei. Ihr sollt ja dabei sein. Oliodanten. Noch ein bisschen. So. Und wieder. Diesmal wische ich hier gleich mal ab. So. Eins, zwei. So, 10 Mal. Gut. So, jetzt brauchen wir die andere Feder. Enge Wickelung nach oben. Halt, nein. Stopp. Nicht so schnell, Martin. Luftpolster einstellen. Ich dachte, ich hätte es jetzt genau erwischt. Da brauchen wir aber wirklich nur so einen kleinen Tropfen, schätze ich mal. So. Jetzt. Das waren 6 Milliliter, 7 Milliliter daneben geschätzt. Der wahrscheinlich hat es ganz, ganz genau gepasst und ich habe die da dazu geschüttet. So, und Feder. Scheibe. Und Deckel. Beim Zudrehen müsst ihr aufpassen, dass er das nicht verkantet.
So wie ich jetzt gerade. Du bist ja jetzt mal hartnäckig, hä? Himmel, Himmel allerwertester, genau. Himmel, Arsch und Zwirn. Himmel, Gesäß und Nähfaden. Himmel, Gesäß und Nähfaden. Oder wie war das? So. Mit Gefühl. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und wie gesagt, dank dieser Hülsen können wir das noch pimpen, wenn wir es denn möchten.